Привет, чуваки! Der Ex-Beatle Paul McCartney gab sein einziges Russland-Konzert im Rahmen seiner Tour On the Run in Moskau. Paul McCartney besuchte Russland bereits zum dritten Mal. Sein Moskauer Konzert bezeichnete der Sänger als Rock, Lieder und totales Glück. Der britische Popmusiker spielte vor rund 30.000 Fans aller Altersgruppen, darunter auch eingefleischte Beatles-Fans. Das ist meine Jugend. Ich bin mit der Musik der Beatles aufgewachsen. Ich bin bereits das dritte Mal auf einem Paul McCartney-Konzert. Das ist ein bedeutender Teil meines Lebens. Und zwar nicht nur Paul McCartney, sondern die Beatles. McCartney wird nächstes Jahr 70, aber gibt weiterhin Konzerte. Ich war eben beim Soundcheck. Er ist ein sehr energiegeladener Mensch, der gerne singt. Man sieht richtig, wie gerne er Künstler ist. Während seines 3-Stunden-Konzerts brachte Paul McCartney insgesamt 40 Lieder zum Besten. Sowohl Beatles-Songs als auch nach der Auflösung der Beatles komponierte eigene Hits.